Im heutigen Video möchte ich die GoPro Hero 10 mit dem Osmo 5 vergleichen. Und zwar soll es darum gehen, wie man am einfachsten stabilisierte Aufnahmen erhält. Hi, ich bin Lukas und ihr seid bei der Fitch Gallery. GoPro Hero 10 oder Osmo 5? Das ist heute die Frage und zwar möchte ich herausfinden, was für Einsteiger oder Hobbyvideografen die beste Wahl ist. Ein Handy-Gimbal oder eine separate Kamera. Ich habe mir da ein paar Punkte überlegt, wie ich die beiden vergleichen kann und ich bin schon gespannt, beziehungsweise ich weiß es schon, aber seid gespannt, wer am Ende dann der Gewinner ist. Der erste Vergleichspunkt ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten und zwar der Akku. Mir geht es darum, wenn ich wohin fahre oder irgendwas filmen möchte, dass ich mir keine Gedanken um den Akku machen muss, wie lange der noch hält etc. Da habe ich einen kleinen Vorteil bei der GoPro, denn hier kann ich die Batterie einfach tauschen und somit, wenn ich genug Akkus mit habe, einen ganzen Tag lang filmen. Mit einem Akku kann ich 2,5 Stunden durchfilmen mit der GoPro, mit dem Osmo 5 habe ich eine Laufzeit von 6,5 Stunden. Also theoretisch länger, aber bedenkt, ihr müsst ja mit dem Handy filmen und mein Handy-Akku persönlich hält bei starker Benutzung genau 1,5 Stunden. So lange habe ich nämlich gebraucht, um das Osmo 5 Video zu drehen, das findet ihr hier. Und nachdem ich mit dem Video fertig war, war mein Handy-Akku auch alle. Ich verwende ein iPhone 8 aktuell, das ist schon sehr, sehr alt, dementsprechend der Akku auch schon schwach. Aber ihr seht, wo ich hin will. Der Handy-Akku wird doch sehr, sehr schnell leer und ihr habt hier nicht die Möglichkeit, das einfach zu tauschen und weiter geht's, sondern ihr müsst eines der beiden dann halt aufladen. Wie gesagt, deswegen geht der Punkt an GoPro, da ich hier ja die Batterie wechseln kann. Der nächste Punkt ist die Benutzerfreundlichkeit. Was ist leichter zu verwenden bzw. was ist schneller angewendet? Beide Geräte, also die GoPro und den Osmo 5, muss man separat mitnehmen. Theoretisch könnte man mit dem Handy ja auch mit der Hand filmen, aber es geht ja darum, stabilisierte Aufnahmen zu erhalten. Bei der GoPro habe ich HyperSmooth 4, das heißt, das Bild wird automatisch stabilisiert und die Aufnahmen werden sehr, sehr gut verwacklungsfrei. Deswegen ja auch der Vergleich mit dem Osmo 5, also zählt dieser Vorteil nicht. Ich muss beides extra einpacken und somit bin ich da gleich. Mit der GoPro bin ich sehr, sehr schnell, was die Vorbereitung betrifft. Ich brauche nur den Akku und die Speicherkarte reingeben und schon geht's los. Beim Handy brauche ich fast genauso lang, denn ich muss das Handy an die Klammer hier fixieren und dann am Gimbal. Somit auch hier wieder Gleichstand. Die GoPro liegt natürlich so schon sehr, sehr stabil in der Hand, aber sie ist auch sehr, sehr klein und unhandlich. Dafür ist der Gimbal wieder ein bisschen größer, also auch wieder ein kleiner Nachteil, wenn es ums Mitbringen geht. Aber ich würde sagen, im Punkt Benutzerfreundlichkeit sind beide gleich und deswegen bekommen beide einen Punkt. Der nächste Punkt ist der Einsatzort. Mit der GoPro habe ich die Möglichkeit, im Wasser und in bis zu 10 Meter Wassertiefe zu filmen. Ich kann sie mit in den Dreck nehmen, denn die GoPro ist komplett wasserdicht und dreckdicht. Also ich kann sie wirklich überall hin mitnehmen. Sie ist klein, sie ist handlich und passt fast überall rein. Ich habe hier die Möglichkeit, sie auch überall zu montieren. Also sehr, sehr gut für den Sport-, Wasser- und Freizeitsektor. Den Gimbal kann ich nicht mit ins Wasser nehmen, das Handy theoretisch wieder schon. Aber mit dem Gimbal bin ich da wieder etwas limitiert. Ich würde vielleicht, wenn ich einen Städtetrip oder in den Zoo fahre, den Gimbal der GoPro vorziehen. Aber ich könnte die GoPro auch dort überall hin mitnehmen und dort tolle Videos erstellen. Deswegen geht der Punkt Einsatzort an die GoPro. Der nächste große Punkt ist der Speicherplatz. Und hier haben wir auch wieder einen kleinen Vorteil bei der GoPro, denn hier kann ich ja eine Speicherkarte einlegen und ich kann mir 2-3 Speicherkarten mitnehmen oder ich verwende eine große Speicherkarte, die den Handyspeicher auf jeden Fall übertrifft. Deswegen ist die GoPro hier meiner Meinung nach vorne. Ihr kennt das bestimmt am Handy. Der Speicherplatz ist nicht endlos und er ist auch meistens sehr knapp. Deswegen, wenn ihr plant, mehr zu filmen oder vielleicht eine Woche in den Urlaub fahrt, dann lohnt es sich, eine GoPro mitzubringen, denn wie gesagt, mehr Speicherkarten und schon habt ihr den ganzen Urlaub gesichert
Am Handy müsst ihr vielleicht wieder anfangen, Sachen zu löschen. Ja, deswegen der Punkt an die GoPro. Der Punkt Dateienmanagement ist auch sehr, sehr wichtig. Wie kann ich meine Dateien verarbeiten bzw. posten oder schneiden? Bei GoPro müsste ich dafür die App verwenden, um mir die Aufnahmen aufs Handy laden zu können. Beim Osmo 5 habe ich ja die App bereits am Handy, mit dem ich den Gimbal verbunden habe, und ich habe die Aufnahmen auch direkt am Handy. Deswegen geht dieser Punkt an den Osmo 5, weil ich einfach schneller bin mit der Datenverarbeitung. In puncto Bildqualität filmt die GoPro mit 5,3K in 60 Frames und mein Handy in 4K. Je nachdem, was man für ein Handy hat, kann man die Aufnahmen wahrscheinlich relativ gut vergleichen, aber für günstige Handys ist die GoPro doch ein großes Upgrade, aber der Bildqualitätspunkt geht wieder mal gleich aus. Und der letzte Punkt ist der Preis. Die GoPro kostet über 500 Euro, während der Osmo 5 nur 160 Euro kostet. Hier müsst ihr also abwägen und einen Weg finden, zu entscheiden, ob ihr mehr die Sportfeatures braucht, also Wasser, Dreck etc. oder ob ihr wirklich mehr Freizeitvideos machen wollt. Den Punkt Preis hat natürlich der Osmo gewonnen, denn er ist um mehr als die Hälfte günstiger. Mit diesen Punkten, die ich mir jetzt überlegt habe, komme ich auf ein Endergebnis von 5:4. Falls ich einen Punkt vergessen habe, der eurer Meinung nach wirklich wichtig gewesen wäre, gerne in die Kommentare schreiben, lasst uns da mal drüber reden. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr objektive Entscheidung meiner Meinung nach. Denn wenn ich jetzt aus dem Wassersport komme, viel schnorchle, tauche oder Motocross fahre, dann habe ich natürlich mit dem Osmo 5 nicht ganz so viel angefangen wie der GoPro. Wenn ich aber nur Familienausflüge filmen möchte oder kleine Sachen, wo ich nicht nass oder dreckig werde, dann ist der Osmo 5 eine echte Alternative, denn für 160 Euro stabilisierte Handybilder zu erhalten, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Preis. Das lässt euch wieder die Qual der Wahl. Ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!